Punkt 4 und bitte die Kollegen, die kurzfristig den Plenarsaal verlassen wollen, das auch schnell zu tun. Tagesordnungspunkt 4, Beratung des Antrags der Fraktion der AfD mit dem Titel Unvereinbarkeit von Islam, Scharia und Rechtsstaat, der Radikalisierung den Boden entziehen, keine Verbreitung gesetzwidriger Lehren. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 60 Minuten vorgesehen. Das ist so beschlossen. Dann erteile ich das Wort dem Abgeordneten Dr. Gottfried Curio, AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, geehrte Abgeordnete! Wir sehen religiös motiviertes Mobbing andersgläubiger Schüler durch muslimische Mitschüler. Wir sehen die herabsetzende Behandlung von Frauen bis hin zu Eifersuchts- und Ehrenmorden, Zwangs- und Kinderehen. Wir sehen muslimische Attentäter, die Allahu Akbar rufen. Wir sehen Verfolgung und Todesbedrohung von liberalen Muslimen, Atesh, Abdelsamad, Rushdie, begründet von höchsten islamischen Autoritäten. Was ist der gemeinsame Hintergrund all dessen? Liegt eine quasi natürliche Gewaltneigung vor? Mitnichten. Dieser Hass, diese Respektlosigkeit, diese niedrige Schwelle zur Gewalt ist erlernt. Diese Kriminalität ist ideologisch legitimiert, kulturell eingeübt durch Anweisungen, Gebote, Aufrufe, Aufrufe aus dem Gründungsdokument einer Religion. Wer den Islam aber allein als Religion versteht, der missversteht ihn. Er ist auch Gesellschaftsordnung und gewaltaffine Ideologie, die die Welt einteilt in höherwertige Gläubige und minderwertige Ungläubige, die zu bekämpfen sind. Etliche Weisungen im Koran rufen zu Straftaten auf. Wir hören da Kriegsaufrufe, kämpft, bis sämtliche Verehrung auf Allah allein gerichtet ist. Er hat seinen Gesandten mit der wahren Religion geschickt, damit er sie über alle anderen Religionen siegen lasst. Tötet sie, wo immer ihr sie findet. Oder Gewalt gegen Frauen. Wenn Frauen sich auflehnen, schlagt sie. Bis hin zur ehelichen Vergewaltigung. Eure Frauen sind für euch ein Saatfeld. Geht zu diesem Saatfeld, wann und wie ihr wollt. Wir hören religiöse Diskriminierung. Allah hat die Ungläubigen verflucht und für sie die Flamme bereitet. Bis hin zur Volksverhetzung. Die Ungläubigen sind die schlechtesten der Geschöpfe, schlimmer Kollege, als das Vieh. Herr Kollege Curio, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein. Soweit solche Gebote, Grundgesetz und Straf. Sie haben gleich Gelegenheit zu antworten. Hören Sie sich erst mal den Antrag an. Grundgesetz und Strafgesetzbuch widersprechen, sind Sie nicht einfach durch Freiheit der Religionsausübung geschützt. Diese hebt mitnichten andere Rechtspflichten einfach auf, etwa die der Treue zum Recht. Auf die Strafbarkeit solcher Textstellen hinzuweisen, wäre ein erster Schritt. Oder soll solche Hetze jetzt Schulfach werden? So würden vor unseren Augen neue Gefährder produziert. Erleben wir jetzt eine Vollverschleierung für unser Grundgesetz? Meine Damen und Herren, Sie gestatten generell keine Zwischenfragen. Ja, bei Millionen von Muslimen in Deutschland, bei zigtausenden von Salafisten, islamistischen Gefährdern und schon im Kindesalter radikalisierten Muslimen gefährden diese Texte den inneren Frieden, den vielberufenen Zusammenhalt. Zwei Drittel der europäischen Muslime finden die Vorschriften des Koran wichtiger als die Landesgesetze. Unsere Forderung, die Verbreitung solcher gesetzwidrigen Inhalte zu unterbinden, gibt der Bevölkerung die Rechtssicherheit, die für ein Zusammenleben unabdingbar ist. In seiner uneingeschränkten Gestalt gehört der Islam und die mit ihm untrennbar verbundene Scharia nicht zum Rechtsstaat Deutschland. Der Gedanke der Religionsfreiheit steht unserer Forderung nicht entgegen. Die Freiheit der Ausübung der Religion ist ja nicht Lizenz zum Bruch sonstiger Gesetze. Polygamie, Kinderehe, Zwangsheirat, Ehrenmord, Homophobie, Minderberechtigung und Züchtigung der Frau, Antisemitismus, Christenverfolgung, Steinigung, Enthauptung, Heiliger Krieg finden ihre Rechtfertigung, ja ihren Grund
in Weisungen des Islam. Wer solche gesetzwidrigen Aufrufe aktuell propagiert, macht sich strafbar. Ihre religiöse Herkunft ändert daran nichts. Ganz nebenbei, Polygamie ist nicht nur ungesetzlich, sie ist auch unsozial. Der Neubürger holt seine Zweit- und Drittfrau nach, der Altbürger darf sich zur Finanzierung einen Zweit- und Drittjob suchen. Meine Damen und Herren, der einzelne Moslem mag sich von einem verfassungsfeindlichen Korsett emanzipieren können. Der Islam selbst aber als gesellschaftliche Ordnung steht in wesentlichen Inhalten unserer Verfassung wie auch der Menschenrechtscharta entgegen. Er ist in unsere Werteordnung nicht integrierbar. Etwa die Kairoer Erklärung muslimischer Staaten sagt, es gibt keine Verbrechen und Strafen außer den in der Scharia festgelegten. Und das Demokratiedefizit islamischer Staaten ist kein Zufall, sondern zwingend angelegt. Die Türkei war eine Demokratie, solange sie nicht islamisch gesteuert wurde. Seit sie unter Erdogan reislamisiert wird, hört sie nicht zufällig auf, eine Demokratie zu sein. Oder muss man das alles nur anders deuten? Nein, die Aufrufe im Koran sind unmittelbare Gottesworte, deshalb allgültig im Wortlaut unveränderbar, nicht durch Interpretationen relativierbar. Der Koran sagt, es gibt keinen, der die Worte Allahs zu ändern vermag. Und der einfache Moslem interpretiert nicht, er hört die Worte. Betrifft es vielleicht nur einen Islamismus? Nein, wie Erdogan sagt, es gibt keinen Unterschied zwischen Islam und Islamismus. Islamismus ist nur angewandter Islam. Der Islam gehört nicht zu Deutschland, weil er nicht zu unserem Rechtsstaat gehören kann. Ein toleranter Islam ist westliches Wunschdenken. Euro-Islam, deutscher Islam, demokratischer Islam sind leere Fantastereien von runden Quadraten und eckigen Kreisen. Eine Studie unter muslimischen Schülern in Niedersachsen zeigt, 27% halten die Scharia für besser als deutsche Gesetze. 19% halten es für die Pflicht jedes Moslems, Ungläubige zu bekämpfen und den Islam auf der ganzen Welt zu verbreiten. 8% für Ausbreitung des IS, 4% für Terroranschläge. Die Verachtung Andersgläubiger ist genau die Einstellung, aus der Terrorismus entsteht. Denn wer den Lebensstil einer Gesellschaft radikal ablehnt, sie als sündig empfindet, geht leichter gewalttätig gegen sie vor. Anis Amri handelte im Vollgefühl seiner Legitimation durch den Koran. Der in der Schule gelehrte Koran und der von den Salafisten verteilte, ist derselbe. Wäre etwa das jugendgefährdendste Medium heute dasjenige, wo ein reales Killerspiel geboten wird? Kein Moslem sollte sich mehr radikalisieren und für Gewaltverbrechen legitimiert führen können durch gesetzwidrige Lehren, denn Verbreitung sollte in Deutschland nicht länger erlaubt sein. Das ist jetzt Ihre Verantwortung. Wer gegen diesen Antrag stimmt, stimmt nicht etwa gegen die AfD. Er stimmt gegen das Grundgesetz und handelt gegen die Sicherheit unserer Bürger. Es gibt Leute, die suggerieren wollen, Gewalt im Namen dieser Religion habe nichts mit dieser Religion zu tun. Aha, wer bei seinem Mord Allahu Akbar ruft, meint dann wohl gar nicht Allah. Die prägenden Ursachen zu verdrängen, ist denen wichtiger als die Opfer, wichtiger als bedrängte Homosexuelle, wichtiger als geschlagene Juden, wichtiger als mit Messerstichen ermordete Frauen. Diese Texte sind eben nicht harmlos, wie ihre Wirkung zeigt. Merkels Einladungspolitik hat hunderttausendfach Judenhass nach Deutschland importiert, nach Holocaust und allen nie wieder schwören. Ist solche Hofierung von Antisemitismus eine Schande, Frau Merkel? Ist das also Merkels Motto, nach mir die Scharia? Alltägliche Messergewalt, Angsträume für Frauen, für Juden, Mobbing deutscher Schüler, wachsende No-Go-Areas, all das gab es vor Merkel nicht. Wenn Merkel meint, der Islam gehöre zu Deutschland, gehöre zu unserem Rechtsstaat Deutschland, dann sagen wir, der Islam gehört zu Merkel. Aber Merkel gehört nicht länger zu Deutschland. Ich danke Ihnen. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Dr. Patrick Sensburg, CDU-CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, wer seriös über ernsthafte Themen diskutieren und debattieren will, der sollte erst einmal parlamentarische Gepflogenheiten einhalten. Der sollte erst einmal Anträge so frühzeitig auch in den parlamentarischen Raum geben, dass wir sie gemeinsam intensiv lesen können, debattieren können und dann auch diskutieren können. Und ganz interessant ist ja,
dass gestern Abend über Ihren Antrag, meine Damen und Herren von der AfD, Focus schon berichtete, ich zitiere, AfD provoziert im Bundestag mit schlecht vorbereitetem Antrag gegen Muslime. Es geht dann weiter, Zitat, die AfD-Bundestagsfraktion will am Donnerstag eine Stunde lang über den Islam diskutieren. Die Parlamentarier der übrigen Fraktionen haben aber praktisch keine Chance, sich darauf vorzubereiten. Denn einen Tag vor der Debatte lag der Antrag immer noch nicht vor, Zitat Ende. Das haben Sie wohl auch gelesen, als Sie dann Ihren Antrag noch einmal in der Nacht von gestern auf heute verändert haben. 8.50 Uhr war er dann hochgeladen in der aktuellen Form. 8.50 Uhr vor der aktuellen Debatte. Da würde ich mir doch bitten, ein bisschen parlamentarische Kollegialität, wenn man über ernsthafte Themen reden möchte. Herr Kollege Sensburg, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Aber sehr gerne. Anders als bei der AfD mögen wir die Debatte. Werter Herr Dr. Sensburg, nun ist es ja so, dass CDU, CSU und SPD selbst auf die Tagesordnung für Punkt 9 einen Antrag zum europäischen Bildungsraum gesetzt haben, der erst gestern gegen 12 Uhr verschickt worden ist. Glauben Sie, dass der Ansatz, den die Union mit ihrer späten Versendung wichtiger Themen, oder halten Sie den europäischen Bildungsraum nicht für ein wichtiges Thema, glauben Sie, dass dieser Ansatz einer späten Versendung bei der Union in irgendeiner Weise besser gerechtfertigt sei als in der AfD? Glauben Sie, dass sich eine Fraktion an parlamentarische Gepflogenheiten halten muss, während im Wesentlichen in diesem Hause, das ist eine große Kritik an alle, Fristen existieren, Gepflogenheiten existieren, die im Wesentlichen in jedem Kreistag besser geregelt sind. Was hier an Anträgen in letzter Minute reinkommt, von allen möglichen Fraktionen, kann nicht mehr sinnvoll bearbeitet werden. Und deswegen meine Frage an Sie. Sie sind ja nun schon länger hier sitzend. Wie bewerten Sie denn diese parlamentarischen Gepflogenheiten, die die Union selbst pflegt? Der Unterschied ist, und das sage ich Ihnen auch als Vorsitzender des Geschäftsführungsausschusses und Mitglied des Ältestenrates, dass wir den von Ihnen erwähnten Antrag in den Ausschüssen intensiv debattiert haben und dass wir den Antrag, der hier jetzt von der AfD eingebracht worden ist, noch nicht mal gestern im Rechtsausschuss bei den Mitgliedern Ihrer Fraktion im Rechtsausschuss bekannt war. Da können Sie nicht den Kopf schütteln. Ich habe gestern im Rechtsausschuss die Frage gestellt, ob die Mitglieder der AfD im Rechtsausschuss am gestrigen Mittwoch den Antrag der AfD kennen, ob sie etwas dazu sagen können, weil ich hätte ihn gerne gehabt als Redner heute. Da haben Ihre Fraktionsmitglieder im Rechtsausschuss gesagt, dass sie ihn nicht kennen. Also von daher, der Unterschied ist schon sehr deutlich. Im Ältestenrat diskutieren wir regelmäßig über die verspätet eingereichten Anträge der AfD. In der Presse können Sie inzwischen nachlesen, dass es anscheinend Methode hat. Vielleicht denken Sie doch einmal über Ihre Praxis nach. Wir alle denken über die Praxis nach, dass wir die Gepflogenheiten einhalten, 24 Stunden vor der Debatte. Aber 8.50 Uhr am heutigen Morgen sind nicht 24 Stunden und rechtfertigt, glaube ich, auch nicht dieses ernsthafte Thema. Herr Kollege Sensburg, der Kollege Noripur möchte auch noch eine Zwischenfrage stellen. Gerne, gerne. Bitte, ich habe halt so viele Noripur. Zwischenfragen. Herzlichen Dank, Herr Kollege Sensburg, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Als einer, der sich persönlich hier sehr betroffen fühlt von den Worten auch des Kollegen, der das Gefühl hat, um es jetzt mal in seinen Worten zu sagen, es kann sein, dass einzelne AfD-Mitglieder so tun, als würden sie zum Grundgesetz stehen. Die AfD an und für sich steht nicht zum Grundgesetz. Habe ich zwei Fragen, die wir ihm hier nicht stellen konnten. Die erste ist, war die ganze Zeit die Rede von der Scharia. Es sind ganz viele Arten von Scharia unterwegs. Unser Job hier ist, dafür zu sorgen, dass die Teile, die mit dem Grundgesetz vereinbar sind, auch angewendet werden können und die nicht, die eben nicht. Aber es gibt zahlreiche Arten von Scharia. Und ich frage mich, ob er die Reklamausgabe meint oder was er meint, wenn er Scharia sagt. Wissen Sie, wovon er redet? Und die zweite Frage ist, die Geschichte des Islams ist eine ganz lange Geschichte von Interpretationsmöglichkeiten. Und es gab bis Ende des 19. Jahrhunderts unter jedem Gutachten immer einen Satz, der hieß, wie es aber wirklich ist, weiß nicht der Mensch, sondern nur der Gott der Gläubigen. Jetzt gibt es zwei Gruppen, die ausschließlich auf eine einzige Art und Weise der Interpretation rekurrieren. Das sind die Islamisten und das ist die AfD. Glauben Sie auch, dass die AfD eigentlich das Spiel der Islamisten spielt und dass sie einander brauchen? Ich bedanke mich ganz herzlich
für Ihre Zwischenfrage. Und ich habe mich bei dem Antrag, als ich ihn gelesen habe, den ersten gestern Abend, heute Morgen auch noch einmal, auch gefragt, was ist die Zielrichtung? Es wird weitgehend vermengt, durcheinander geworfen, es wird Angst geschürt, es werden auch die unterschiedlichen Formen des Islam, seines Sunniten, Schiiten, Alawiten, Aleviten, all das gar nicht differenziert. Das wäre ja so, als würde man bei der AfD sagen, alle sind rechtsradikal, alle sind rechtsextrem. Das ist ja nicht der Fall. Das ist ja nicht der Fall. Auch bei Ihnen gibt es zahlreiche Vernünftige, die wahrscheinlich mit den anderen gar nicht in einen Topf geworfen werden wollen. Da wird man sicherlich auch bei der AfD der Meinung sein, mit dem einen oder anderen möchte ich nicht gleichgesetzt werden, wenn ich Ihre unterschiedlichen Debatten in der Fraktion erlebe. Also von daher, alles zusammenzuwerfen, zu vermengen, ist grundsätzlich falsch. Und wenn ich dann noch sehe, dass der Antrag der AfD, eigentlich der alten Partei, wenn ich mal Ihren Altersdurchschnitt sehe, wenn ich Ihre politische Erfahrung sehe in früheren Parteien, Sie sind ja politisch erfahren, völlig inhaltslos ist, formal zu spät und Sie beantragen, Zitat Ihres Antrags, geeignete Maßnahmen sollen ergriffen werden von im Koran enthaltenen gesetzwidrigen Inhalten und Aufrufe zu, um diese zu unterbinden. Also von daher, wir reden von einem religiösen Schriftstück aus dem 6., 7. Jahrhundert. So undifferenziert etwas zu beantragen, ich habe eben mal dazwischen gerufen, sollen jetzt hier Textpassagen geschwärzt werden oder was stellen Sie sich vor? Das zeigt schon, meine Damen und Herren, dass Ihr Antrag überhaupt nicht debattenfähig ist. Danke also für die Zwischenfrage. Die AfD hätte ja übrigens in den vergangenen Jahren Lösungsansätze bieten können. Da ist nicht viel gekommen seit 2014. Ich habe mal Ihre unterschiedlichen Anträge rausgesucht. Hamburg zur Paralleljustiz 2016, Berlin 2017 zum islamischen Religionsunterricht. Der Antrag ist übrigens in weiten Teilen wortgleich mit diesem Antrag. Sie können das ja mal vergleichen. Dann einen zum islamischen Jugendzentrum Berlin 2018 und einen zur Parallelgesellschaft in NRW aus dem Jahre 2018. Das war's. Mehr habe ich bei Ihnen nicht gefunden. Und Sie selbst nennen in Ihrem Antrag doch, was man machen könnte. Sie nennen die Paragraphen, die wir haben, die auch greifen. Paragraph 111 steht in Ihrem Antrag, öffentliche Aufforderung zu Straftaten. Paragraph 126 steht in Ihrem Antrag, Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. Paragraph 185 steht in Ihrem Antrag, Beleidigung. Paragraph 130, Volksverhetzung. Paragraph 172, Doppelehe, steht alles in Ihrem Antrag. Das Instrumentarium, das, was wir haben, das greift, das funktioniert. Und Sie haben es selbst ja in Ihrem Antrag beschrieben. Das ist ja das Schräge. Und wenn Kollege Dr. Curio von diesen Strafbarkeiten redet, dann hat er sie ja auch gesehen im eigenen Antrag. Und dann weiß er auch, wir haben das strafrechtliche Instrumentarium, um hier dagegen zu wirken. Und wir können auch über weitere Dinge reden. Die CDU hat das Thema ja schon viel, viel länger als Sie auf dem Schirm, CDU und CSU gemeinsam. Das sind zum Beispiel, ja, hören Sie doch mal zu, Sie verstehen es doch sonst gar nicht. Es sind zum Beispiel Fragen der Abschöpfung bei Scharia-Richtern, wie wir die Geldzahlungen, die zum Beispiel im Clan-Bereich dann gezahlt werden, wie wir die abschöpfen können. Wir haben in den letzten Jahren eine Vielzahl von Vereinsverboten gestützt auf die rechtlichen Grundlagen gehabt. Ich kann sie Ihnen gar nicht vorlesen, weil meine Zeit zu kurz ist. Ich fange nur mal 2012 an. Wir haben Milatu Ibrahim verboten, unanfechtbar geworden. Wir haben Dawa FFM, einschließlich der Teilorganisation Internationaler Jugendverein Dar al-Shabaab e.V. verboten, 2013. An-Nusra, 2013. Dawa Team Islamische Audios, 2013. Waisenkinderprojekt Libanon e.V., 2014, wahlverfassungswidrig. Islamistischer Staat, 2014. Tawhid Germany, 2015. Die wahre Religion DWR, 2016. Also das Instrumentarium wirkt. Wir könnten auch noch viel weiter gehen, und auch das machen wir in NRW beispielsweise mit dem Projekt Wegweiser. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, vielleicht die Kollegen aus NRW, wo wir versuchen, sehr frühzeitig der Radikalisierung entgegenzuwirken. Das sind Maßnahmen, die bringen etwas. Nicht Spaltung, nicht Polarisierung, nicht blinder Populismus und gegen Religion wettern. Maßnahmen bringen. Und was hat die CDU in den letzten Jahren gemacht? Ein Fraktionskongress im Jahre 2012, da haben sich die meisten von Ihnen mit dem Thema noch gar nicht beschäftigt, zum Thema islamistische Paralleljustiz in Deutschland, eine Herausforderung für den Rechtsstaat. Wir hatten im Jahre 2012
eine eigene Haushaltsstelle im Haushalt des Bundesministeriums der Justiz, die sich mit dem Phänomen Paralleljustiz beschäftigt hat. 2016 ein weiterer Fraktionskongress, im Koalitionsvertrag festgehalten, illegale Paralleljustiz werden wir nicht dulden, auf Seite 133. Und meine Damen und Herren, wenn Sie sich informieren wollen, weil meine Redezeit ist jetzt zu Ende, lesen Sie Aufsätze von mir nach zu neuen Kriminalitätsphänomenen im Zeichen der Parallelgesellschaft. Das ist Deutsche Richterzeitung 2016, zur Parallelgesellschaft 2015. Meine Damen und Herren von der AfD, so ein Antrag geht nicht. Arbeiten Sie im Parlament mit. Seien Sie seriös mit Ihren Antragen, wenn es wirklich um ernste Themen geht. Spalten Sie nicht das Land, sondern arbeiten Sie gemeinsam an Lösungen mit, zumindest die von Ihnen, die das wollen. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Jürgen Martens, FDP. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir haben uns hier gefragt, warum dieser Antrag erst so spät eingereicht worden ist, in der Tat ungebührlich spät eingereicht worden ist. Und da kommt man ins Denken, wann ist dieser Antrag denn wohl formuliert worden? Ich will es nicht zeitlich eingrenzen, ich will es inhaltlich eingrenzen. Dieser Antrag, er kommt aus finsterster Nacht. Wenn wir die Aussagen hören, der Koran als solches gefährdet den inneren Frieden, lassen Sie mich mal mit etwas doch antikerem entgegenhalten. Du sollst nichts Falsches gegen deinen Nächsten aussagen, meine Damen und Herren. Der Antrag reißt willkürlich Zitate aus dem Koran, reiht sie nebeneinander, ohne irgendeine Erklärung, ohne Kontext, ohne Bezug, ohne historische Erläuterung. Und das mit 1500 Jahre alten Textteilen, die aus einem anderen kulturhistorischen Hintergrund kommen. Das ist schon gewagt, meine Damen und Herren, wenn man damit aktuell ernsthaft Politik betreiben möchte. Und das Ganze soll dann belegen, das Wesen des Islam, das Verhalten aller gläubigen Muslime natürlich gleich, aber das hat mit den tatsächlichen Verhältnissen in diesem Land und auch in Europa nichts zu tun. Jede Religion hat es verdient, nach ihrem tatsächlichen Erscheinen und Handeln, nicht nach irgendwelchen Zitaten aus ihren grundlegenden Schriften beurteilt zu werden. Ansonsten könnten wir das mit dem Christentum auch machen. Das ist ja seit 1500 Jahren nun reichlich gewalttätig gegen Andersgläubige unterwegs. Das wird sich nicht bestreiten lassen. Da gibt es Zitate, Gewaltverherrlichung, Frauenfeindliches und Homophobes en masse. So spricht der Herr, siehe, ich will Unglück bringen in deinem eigenen Hause und will deine Weiber vor deinen Augen nehmen und sie deinem Nächsten geben, dass er bei deinen Weibern schlafen soll an der lichten Sonne. 2. Samuel, Kapitel 12, Vers 1. Oder was Homophobes. Wenn jemand bei einem Mann liegt wie bei einer Frau, so haben sie getan, was ein Greuel ist, und bald sollen beide des Todes sterben. 3. Buch Mose, Kapitel 20, Vers 13. Meine Damen und Herren, wollen Sie deswegen vielleicht eine Bereinigung, Inhaltsbereinigung der Bibel verlangen? Natürlich nicht, sondern Sie beschränken sich hier auf den Koran. Sie betreiben islamophobe Demagogie, wenn etwa Herr Dr. Curio hier davon spricht, der Islam sei Hintergrund kulturell eingeübter Kriminalität. Herr Kollege Martens, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Ja. Vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Wir müssen hier den Islam gar nicht nach dem Koran bewerten, sondern können auch danach gehen, wie er sich in der Welt zeigt. Es gibt 57 Staaten, die mehrheitlich muslimisch sind. In welchem davon würden Sie denn gerne leben? Und in welchem davon ist die Gleichberechtigung von Mann und Frau so hergestellt? Oder die Gleichberechtigung von Homosexuellen, Heterosexuellen wie hier? Also, in der Tat, es gibt Länder, in denen erhebliche Fortschritte gemacht sind, auch im Hinblick auf die Rechtsstaatlichkeit, die Verfassungsmäßigkeit. Das ist richtig. Es gibt einige Länder, in denen ich bestimmt nicht leben würde. Es gibt aber auch genügend christlich-abendländisch geprägte Länder, in denen ich auch nicht leben möchte, meine Damen und Herren. Und wir unterhalten uns um dieses Land, um die Bundesrepublik. Und die möchte ich so sehen, wie sie unser Rechtsstaat und unsere Verfassung gestaltet hat und nicht in dem Sinne verändert, wie Sie sich das vorstellen, indem wir religiöse Schriften staatlicherseits am besten auch noch mal verbieten oder eingrenzen oder verändern lassen, meine Damen und Herren. Und noch eins.
Sie müssen stehen bleiben, solange ich Ihnen antworte. Der Rechtsstaat, von dem Sie hier gesprochen haben, dieser Rechtsstaat, er muss sich, ja, er darf sich nicht in der von Ihnen gewünschten Weise betätigen. Religionsfreiheit bedeutet, dass du glauben kannst, was du willst. Aber handeln darfst du nur in den Grenzen des Rechts, meine Damen und Herren. Und jetzt, es ist völlig egal, ob ein Moslem seine Ehefrau unter Berufung auf den Koran schlägt oder ob ein evangelikaler Christ seine Kinder unter Hinweis auf ein biblisches Züchtigungsrecht verprügelt. Beide bekommen es mit dem Rechtsstaat zu tun, und zwar in Gestalt des Staatsanwalts. Und das wissen Sie. Deswegen kommt dann im Antrag am Ende nur diese hilflose Forderung, die Bundesregierung solle geeignete Maßnahmen ergreifen, die Verbreitung zu unterbinden. Vulgo, Sie fordern ein Koranverbot, meine Damen und Herren. Aber das wäre so offenkundig verfassungswidrig, dass Sie sich gar nicht trauen, das auszusprechen. Sie vertrauen stattdessen darauf, dass das bei Ihrer Kundschaft als Metatext unausgesprochen ankommt. Und lassen Sie sich eins sagen, auch wenn die Wahlen in Bayern kurz bevorstehen. Sie wollen hier noch mal einen Kracher zünden, meinetwegen. Aber Sie zünden keinen Kracher, Sie werfen einen Brandsatz mitten in diese Gesellschaft hinein. Und das lassen wir Ihnen nicht durchgehen. Sie lösen keine Probleme, Sie spalten, Sie diffamieren. Meine Damen und Herren, von der AfD, Sie haben eine Verantwortung als Abgeordnete, und zwar für das gesamte Volk. Und dieser Verantwortung werden Sie, das zeigen Sie überdeutlich, in keiner Weise gerecht. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Karl-Heinz Brunner, SPD-Fraktion. Sehr verehrter Herr Präsident, meine Kolleginnen und Kollegen! Eigentlich wollte ich mich mit dem Antrag inhaltlich überhaupt nicht auseinandersetzen, so schwachsinnig, so dumm und so plump, wie er ist. Aber nach den einführenden Worten des Herrn Curio, der in einer heuchlerischen, verhetzenden und völkischen Form versucht, diesen Antrag hier in diesem Hohen Haus zu platzieren, muss diesem Geschwätz etwas entgegengesetzt werden. Kolleginnen und Kollegen, vielleicht ist dem einen oder anderen aufgefallen, dass da auf dieser wunderschönen Wand rechts und links als Überschrift zu diesem Tagesordnungspunkt vermutlich als Freudscher Versprecher Islam steht. Aber dieses Hohe Haus hat weder die Aufgabe noch die Zuständigkeit, eine religionspolitische Debatte zu führen oder gar als Religionspolizei, wie wir sie aus anderen Ländern kennen, sich zu gerieren. Sie suggerieren mit Ihrem Antrag ganz bewusst, ganz subtil, dass in unserem Land Paralleljustizsysteme bestehen würden und unser Rechtsstaat, auf den wir alle nicht nur setzen, sondern auf den wir vertrauen können, dieser Rechtsstaat in diesem Land nicht gelte. Dazu haben wir diesen Rechtsstaat, dazu haben wir Regelungen, die sind gut, die sind richtig und die sind notwendig. Und ich sage ganz deutlich, wenn hier dieser Antrag, den ich fast als Putzlappen bezeichnet hätte, der nur auf Vermutungen, diffusen Ängsten und keinen qualitativen Studien beruht, nachdem der Autor der einzigen Studie, die bezogen ist, selbst betont, dass nur eine Minderheit deutscher Muslime überhaupt fundamentalistische Einstellungen hat, dann haben Sie bewusst heute die Unwahrheit behauptet mit diesem Antrag, und das bezeichnet man in diesem Land Lüge. Ich sage aber heuchlerisch gerade deshalb, weil Sie es tatsächlich fertigbringen, innerhalb von 2 Wochen einmal die Religionsfreiheit infrage zu stellen. Als nächstes wollen Sie in dieser Woche die Ehe für alle wieder aufheben und dann Homophobie in diesem Haus als Kronzeugen aufführen, der dafür herhalten sollte, eine Religion in diesem Lande von der Religionsfreiheit auszuschließen. Das geht nicht, das darf nicht sein und das dürfen wir Ihnen nicht durchgehen lassen. Meine Kolleginnen und Kollegen, wir haben aber in diesem Land Parallelgesellschaften. Das stellen wir heute fest.
Wir haben Parallelgesellschaften, die auch mit staatlichen... Herr Kollege Brunner, der Kollege Hampel möchte gerne eine Zwischenfrage stellen. Nee, das will ich jetzt heute nicht. Gut. Überhaupt keine. Wir haben Parallelstrukturen. Nämlich diejenigen, die althergebrachte Traditionen in diesem Land viel wichtiger halten als den Rechtsstaat, wichtiger halten als unsere Verfassung. Wir haben Menschen und Strukturen in dem Land, die unter dem ständigen psychischen, sozialen Druck stehen, dass sie angeblich als Inländer ausgegrenzt seien. Wir haben Kriminalstatistiken, die zeigen, dass dieser Personenkreis und diese Gruppen ansteigen. Wir wissen, dass das Auftreten den guten Manieren widerspricht und unseren christlich-abendländischen Traditionen schon zweimal. Ein Blick nach Chemnitz zeigt dies deutlich. Sie leben in ständiger Furcht vor anderen Minderheiten, vor Homosexuellen, vor Migranten, vor Juden, vor Frauen und. Ich glaube auch vor uns Parlamentarierinnen und Parlamentariern. Und obwohl sie Angst und sogar in manchen Teilen Gewalt verbreiten, schauen in diesem Land noch viel zu viele Menschen schlichtweg weg. Diese armen Geschöpfe, möchte ich jetzt sagen, bringen einiges durcheinander. Lassen Sie uns deshalb nicht wegschauen. Lassen Sie uns zusammenstehen gegen diese wöchentliche Hetze in diesem Haus und diesem Land. Und da sitzt diese Hetze. Wissen Sie, wir haben es ja nun mit Anträgen zu tun, die aus meiner Sicht offen rassistisch sind. Und was besonders wichtig ist, undemokratisch. Sie werfen eine Gesellschaftsgruppe mal pauschal eben vor, nicht Recht und Verfassung zu achten. Sie unterstützen nicht, sondern sie hintertreiben die Integrationsarbeit, die gute Arbeit unserer Polizei, unserer Justiz, die eigentlich unsere Unterstützung benötigt. Sie nehmen Scheinlösungen, wie es ihnen in den Kram passt. Sie wollen keine Religionsfreiheit, sondern eine Religionspolizei. Und deshalb sage ich ganz deutlich, mir ist es persönlich schon leid, mich mit diesem Mist ständig zu befassen. Wir sollten nun auch Sie endlich zu dem kommen, wozu wir hier vom deutschen Volk entsandt sind, ordentliche Arbeit im Arbeitsparlament der Bundesrepublik Deutschland, im Deutschen Bundestag zu tun. Vielen Dank. Jetzt erteile ich dem Abgeordneten Hampel, AfD, das Wort zu einer Zwischenintervention. Wo ist er? Da drüben. Herr Dr. Brunner, um auf den Mist zurückzukommen, den Sie hier gerade angesprochen haben. Ich habe den Eindruck, dass zu einem großen Teil in diesem Hause eine Realitätsverweigerung stattfindet. Und um vielleicht auch in Ihren Reihen und das in den Reihen Ihrer Vorherredner da ein bisschen für Aufhellung zu sorgen, wären Sie bereit, ein gemeinsames Treffen mit den inzwischen Hunderten, vielleicht oder Tausenden Angehörigen der Opferfamilien, Ihren Standpunkt, denen nochmal, was Sie gerade hier dargestellt hatten, auseinanderzusetzen. Ich glaube, da hören Sie andere Töne als gemäßigte Töne der AfD aus diesem Hause. Herr Kollege Brunner, möchten Sie antworten? Dann erteile ich als nächstem Redner das Wort dem Kollegen Friedrich Stretmanns, Fraktion Die Linke. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren auf den Zuhörertribünen. Zur Beratung steht der Antrag der AfD-Fraktion, der Islam und die angeblich untrennbar mit ihm verbundene Scharia. Wieder ein Antrag, der spät kam und der dem Parlament am besten erspart geblieben wäre. Ein Antrag, dessen Ziel unpräzise mäandert zwischen Religionspolitik und Berufung auf Rechtsstaatlichkeit. Konzentrieren wir uns für die Analyse dieses Antrages einmal auf Letzteres. Dieser Antrag zeigt mal wieder, die AfD hat tiefgreifende Probleme, unsere rechtsstaatliche Ordnung zu verstehen. Dabei befassen sich ihre Mitglieder doch nahezu täglich selbst mit dem Austesten der rechtlichen Grenzen und sollten Erfahrung damit haben, wie der Rechtsstaat verfährt. Deshalb sollten auch Sie inzwischen die Definition der demokratischen Grundprinzipien ebenso verstanden haben wie die Frage, was in diesem Land erlaubt und was verboten ist. Wenn die Initiatoren des Antrages das selbst nicht wussten, könnte eventuell Herr Brandner versuchen, eine kleine Vorlesung dazu zu halten. Herrn Brandners Name findet sich auf diesem juristisch mangelhaften Antrag nicht. Warum? Das, was Sie als Appell formulieren, ist schlicht überflüssig.
Angesprochen wurde, durch das Bundesministerium des Inneren wurden 20 Vereinsverbote in den letzten Jahren ausgesprochen. Sieht so fehlende Aktivität aus? Wohl nicht. Wieder einmal belästigen Sie uns mit einem schlampigen Antrag, den Sie aus durchsichtigen, auf Ihre Ideologie fußenden Gründen stellen. Vielleicht versuchen Sie es zur Abwechslung mal mit der Realität. Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland gibt da klare Hinweise. Artikel 4 des Grundgesetzes, die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und des weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Daraus folgt das staatliche Neutralitätsgebot. Eine Religionsgemeinschaft darf ihren Glauben nach innen leben, soweit dies ohne Zwang und im Einklang mit der Rechtsordnung geschieht. Mehr noch, es ist den staatlichen Stellen untersagt, Glaubensinhalte vor dem Hintergrund eines Verbots als richtig oder falsch zu bewerten, selbst wenn diese mit grundlegenden Verfassungsprinzipien in Widerspruch stehen. Aber sobald jemand aus seiner Religion Verhalten ableitet, das mit der Rechtsordnung des Grundgesetzes im Widerspruch steht, findet das Grundrecht der freien Religionsausübung eine unüberwindliche Schranke in der allgemeinen Rechtsordnung. Ich darf hierzu meinen früheren Bielefelder Staatsrechtslehrer und Verfassungsrichter Professor Dr. Grimm in der FAZ vom 22.04.2016 zitieren. Kein Glaube muss mit dem Grundgesetz vereinbar sein. Aber nicht alles, was ein Glaube fordert, darf unter dem Grundgesetz verwirklicht werden. Mit dem hier Gesagten dürften doch die Mängel Ihres Antrages offensichtlich sein. Sie hätten sich entscheiden müssen, rechtlich oder religionspolitisch zu argumentieren. Beides ist Ihnen misslungen. Es ist eine Frechheit, den Bundestag mit einem solchen wirren Antrag zu überziehen. Auch ein Eiferer wie Sie, Herr Curio, sollte sich zumindest die Mühe machen, anhand der existierenden Rechtsordnung zu argumentieren. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Felix Pollack, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, der Antrag der AfD stellt eine ganze Glaubensgemeinschaft unter Generalverdacht. Sie stellt das Grundrecht auf Religionsfreiheit infrage. Solche Anträge, meine Damen und Herren, und das haben wir auch in der Rede gehört des Kollegen, sind voller Hetze und Rassismus und sind brandgefährlich. Auf Worte folgen oft abscheuliche Taten, meine Damen und Herren. Das wurde noch nicht gesagt. Das Feindbild Islam und Muslime sind seit geraumer Zeit eine wichtige Bindekraft der Rechtsradikalen und des Rechtspopulismus in ganz Europa geworden, meine Damen und Herren. Und die Folge: Viele Muslime werden zunehmend diskriminiert und ausgegrenzt. Viele Muslime fühlen sich bedroht in unserem Land. Jeder Dritte ist Opfer, jede Dritte ist Opfer von Diskriminierung. Allein im Jahr 2017 gab es nach Angaben des Bundesministeriums des Inneren 1069 Angriffe auf Muslime oder muslimische Einrichtungen, Herr Gauland. Der Großteil aller politisch motivierten Delikte sind doch rechte Straftaten. Von der Gesamtzahl von fast 40.000 Straftaten im Jahr 2017 wurden 20.520 Fälle Rechtsextremisten zugeordnet. Moscheen werden mit Schweineblut beschmiert oder angezündet. Meine Damen und Herren, Sie gehen Ihrem Antrag genauso vor, und das wurde auch schon gesagt, wie die, die Sie immer kritisieren, wie die Islamisten selbst. Ihr Islambild, Ihre Lesart und Ihre Zitierweise des Koran sind so schriftgläubig wie ein salafistischer Prediger. Ich verweise nur auf Ihr Potpourri von Koranzitaten, und genau wie ein Salafist leugnen auch Sie die Notwendigkeit der historischen Exegese, auch des Islam. Sie ignorieren die Vielfalt des islamischen Lebens und der islamischen Theologie, nicht zuletzt auch in Deutschland. Sie sagen, islamistische Attentäter berufen sich zur Rechtfertigung ihrer Taten auf den Islam bzw. Gebote des Koran. Aber, meine Damen und Herren, Andreas Breivik bezeichnete sich auch als hundertprozentigen Christen. Das allein ist kein Argument für Ihre kruden Thesen. Der Kulturkampf, den die AfD mit ihrem Antrag heraufbeschwört, ist kein Mittel des Rechtsstaates, sondern verstößt seinerseits diametral
gegen unsere Grundwerte, gegen die Menschenrechte, die Freiheits- und Gleichheitsrechte unseres Landes. Der inquisitorische Eifer Ihres Antrages ist mittelalterlich, Herr Gauland. Ich frage mich deshalb, was der Antrag eigentlich, und das wurde auch schon gesagt, unter geeigneten Maßnahmen die religiösen Inhalte zu unterbinden, verstehen mag, die die Bundesregierung ergreifen soll. Glühende Kohlen und Daumenschrauben bis zum Abschwören vom Koran, meine Damen und Herren. Aber mal im Ernst, Ihre Forderung nach der Unterbindung der Verbreitung religiöser Inhalte auch innerhalb der Religionsgemeinschaft geht erkennbar und weit über die Regelungen in Artikel 140 Grundgesetz hinaus. Glaubensinhalte können nicht untersagt werden, sondern ausschließlich Handlungen von Religionsgemeinschaften. Und hier ist der deutsche Rechtsstaat ganz klar, das haben die Kollegen auch gerade von der Linken deutlich gemacht. Wer im Namen von wem auch immer aggressiv kämpferisch gegen die Rechtsordnung vorgeht, wer gegen Gesetze verstößt, wer sich strafbar macht, wird dafür mit rechtsstaatlichen Mitteln zur Verantwortung gezogen. Da kann sich niemand hinter der Religionsfreiheit verstecken. Meine Damen und Herren, Muslimas und Muslime, davon viele mit deutscher Staatsbürgerschaft, sind seit langer Zeit selbstverständlich Bestandteil des sozialen und kulturellen Miteinanders in Deutschland, auch in diesem Parlament im Übrigen. Deutschland ist ein religiös und weltanschaulich vielfältiges Land, und das ist auch gut so. Das müssen wir schützen, meine Damen und Herren, und das müssen wir schützen, nicht vor dem Islam, sondern ich glaube vor Ihnen. Wir müssen ethnischen und religiösen Minderheiten in unserem Land Anerkennung und Wertschätzung begegnen. Meine Damen und Herren, ich wünsche mir und unsere Fraktion wünscht sich mehr Austausch und die Bereitschaft zur gegenseitigen Akzeptanz, ein starkes Bekenntnis zu einer solidarischen Gesellschaft und ein gemeinsames Suchen nach Antworten für die Herausforderungen einer multireligiösen, aber säkularen Gesellschaft. Und dafür werden wir im Übrigen in Berlin am Samstag wieder mit tausenden Menschen auf die Straße gehen, meine Damen und Herren. Wir sind mehr, wir sind unteilbar. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Nächster Redner ist der Kollege Alexander Hoffmann, CDU/CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! In hitziger Debatte erleben wir heute einen typischen AfD-Antrag. Mit heißer Nadel gestrickt, kurz vor knapp auf die Schreibtische gekommen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, warum schlägt denn gleich der Puls so hoch? Ich habe ja noch gar nicht richtig angefangen. Und weil das regelmäßig passiert bei Ihren Anträgen. Es ist nämlich nicht so, dass das jetzt einmal passiert ist, sondern im Rechtsausschuss erleben wir das regelmäßig. Will ich grundsätzlich mal was dazu sagen, denn es gibt eigentlich ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder Sie machen das aus voller Absicht. Dann muss man aber sagen, dann liegt Ihnen offensichtlich Sacharbeit nicht am Herzen. Der zweite Grund könnte allerdings sein, dass es Ihnen in Ihrer Fraktion schlichtweg an Leistungsfähigkeit mangelt. Am Ende des Tages will ich sagen, ist es eigentlich egal, weil beides wäre eine Erklärung dafür, warum Sie hier bislang noch nicht durch qualitativ hochwertige Sacharbeit aufgefallen sind. Es gibt noch ein zweites Kennzeichen, woran man den AfD-Antrag erkennt. Es genügt ein Blick in die Überschrift. Eine Überschrift, zwei Zeilen und eigentlich schon zwei Falschbehauptungen. Ich will konkret werden. In der ersten Hälfte sagen Sie, die Scharia ist untrennbar mit dem Islam verbunden. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht haben Sie es nicht mitbekommen, aber wir haben über 4 Millionen Muslime in diesem Land und ein Großteil von denen hat mit dem Scharia-Recht überhaupt nichts zu tun. Es ist Ihnen nicht einmal bekannt. Im Übrigen ist es so, dass die Scharia selbst davon ausgeht, dass es ein Regelwerk ist, das dem Wandel unterworfen ist. Auch das haben Sie, Herr Curio, vergessen zu erwähnen. Und dann kommt eigentlich der Oberhammer. Sie fangen an und lesen Verse aus der Sure vor. Und da kann ich Sie eigentlich nur noch fragen, der Kollege Martens hat es vorhin schon gemacht, kennen Sie eigentlich die Bibel? Wer die Bibel kennt, der weiß, dass da zum Beispiel im 3. Buch Mose im Vers 20 steht, ein Mann
Der mit der Frau seines Nächsten die Ehe bricht, wird mit dem Tode bestraft, der Ehebrecher samt der Ehebrecherin. Und in Matthäus 15 steht, wer Vater oder Mutter verflucht, soll mit dem Tod bestraft werden. Und auch dort ist es so, dass sie letztendlich die Realität ausblenden oder sie vielleicht besser verschweigen, weil ich gehe davon aus, dass viele von Ihnen wissen, wie der Koran zu lesen ist, wie die Bibel zu lesen ist und wie zum Beispiel auch die Tora zu lesen ist, nämlich immer zu lesen und zu verstehen im Lichte ihrer Zeit. Und stattdessen, Herr Curio, spalten Sie hier, hetzen hier, Sie machen Stimmung und am Ende haben Sie nicht einmal den Schneid, eine Zwischenfrage zuzulassen. Jetzt kommen wir zur zweiten Hälfte Ihrer Überschrift. Da sagen Sie dann, Islam und Scharia haben im Rechtsstaat keinen Platz. Sage ich Wahnsinn. Sie formulieren eine Selbstverständlichkeit, für die ich für meinen Teil die AfD nicht gebraucht hätte. Denn der Kollege Sensburg hat es vorhin ausgeführt, das beschäftigt uns in der deutschen Politik, gerade weil wir es nicht auf die leichte Schulter nehmen und gerade weil wir es nicht kleinreden wollen, schon seit Jahren. Auch ich habe Ihnen eine kleine Liste mitgebracht. Es gibt seit 2011 die Arbeitsgruppe Paralleljustiz, im Übrigen eine bayerische Initiative. Das Thema ist schon mehrfach thematisiert worden auf der Agenda der Justizministerkonferenz. Es gibt ein bayerisches Integrationsgesetz, da gibt es einen Artikel 14, nämlich das Unterlaufen der verfassungsmäßigen Ordnung. Und auch hier in diesem Haus haben wir uns massiv mit all diesen Fragen beschäftigt. Ich darf nur erinnern an die letzte Diskussion zur Frage der Nichtigkeit von Kinderehen, auch eine Lösung, die wir erzeugen konnten, ohne dass wir sie dazu gebraucht haben. Und wenn wir dann, gerade vor dem Hintergrund, es nicht kleinzureden, nach bestimmten Vorfällen schauen, wie die Scharia-Polizei in Wuppertal, dann erkennen wir da doch auch, dass der Rechtsstaat höchstwahrscheinlich sehr gut funktioniert. Die Urteile des Landgerichts Wuppertal, die sind vom BGH aufgehoben worden. Wir werden dort sehr genau hinschauen, ob es noch Regelungslücken gibt. Aber ich glaube, dass man diesem Thema sachlich begegnen sollte, weil wir zugegebenermaßen in schwierigen Zeiten leben. Aber in diesen schwierigen Zeiten sollten wir alle hier eine gemeinsame Mission haben, nämlich die Gesellschaft nicht zu spalten. Und da haben Sie heute leider einen ganz anderen Eindruck hinterlassen. Vielen Dank. Zu einer kurzen Intervention hat der Abgeordnete Baumann das Wort. Ja, um noch mal eine Sache klarzustellen, ist hier mehrfach die Mär verbreitet worden. Der Antrag wäre sehr spät eingegangen. Der ist am Dienstag übermittelt worden an die Parlamentsdienste. Das lässt sich nachweisen über E-Mails. Aber dass keine Erfindungen im Raum sind. Gestern ist der Titel noch mal auf Intervention der Parlamentsdienste geändert worden. Aber der Antrag ist am Dienstag rumgegangen. Ich weiß nicht, pennen Sie? Warum machen Sie solche Einwürfe hier? Oder haben Sie keine Argumente mehr, dass Sie mit solchen schiefen Darstellungen hier vorbeikommen? Sie haben das Wort zur Erwiderung. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Der Kollege Sensburg hat auch vorhin sehr schön die Zeitschiene dieses Antrags skizziert. Und dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Das, was Sie machen, Sie bezichtigen ihn hier offensichtlich der Lüge. Er hat sogar mit Uhrzeit benannt. Und ich habe ja dann, und das ist Ihnen vielleicht auch entgangen, nicht nur über diesen Antrag geredet, sondern darüber, dass regelmäßig im Rechtsausschuss die Anträge kurz vor knapp ohne irgendeine Chance auf Vorbereitung eingehen. Teilweise ist uns nur der Titel oder die Überschrift bekannt. Und das, was ich dort anmahne, ist, dass das ja auch kein kollegialer Umgang ist. Weil wenn es Ihnen an der Sacharbeit liegen würde, dann würden Sie Anträge frühzeitig auf den Tisch legen und auch für Ihre Positionen werben, uns überzeugen, den Dialog mit uns führen. Und aufgrund dieser Kurzfristigkeit kann ich eigentlich nur von einem Spielchen ausgehen. Danke. Wir fahren in der Debatte fort. Das Wort hat die Abgeordnete Linda Teuteberg für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren,
Über die ungebührlichen kindischen Spielchen im Vorfeld um diesen Antrag, dem möchte ich gar nicht mehr Aufmerksamkeit und Redezeit schenken hier in diesem Hohen Hause. Es stellen sich wahrlich ernste Fragen rund um das Thema Rechtsstaat und Werte unseres Grundgesetzes in der Einwanderungsgesellschaft. Wie steht es um das Gewaltmonopol des Staates, um die konsequente Durchsetzung von geltendem Recht gegenüber jedermann? Allein zur Beantwortung dieser Fragen trägt Ihr Antrag herzlich wenig bei. Und nun wird in diesem Zusammenhang oft und gerne das Wort Verfassungspatriotismus benutzt. Und es ist beinahe zu schön, um wahr zu sein. Alle scheinen sich da einig zu sein. Und das ist für sich genommen ja schon ein Indiz, dass es so einfach nicht sein kann. Ein Defizit der aktuellen Debatte um Werte besteht darin, dass darin der Verfassung oft auch ein unveränderlicher, zeitloser Gehalt unterstellt wird. Aber sie ist auch offen für Entwicklungen und wir müssen uns immer wieder neu auseinandersetzen, um konkrete Fragen nach den Werten unseres Grundgesetzes zu beantworten. Und deshalb berufen sich nicht zufällig auch immer wieder bei strittigen Fragen. Die Ehe für alle ist ein Beispiel, Befürworter und Gegner gleichermaßen auf widerstreitende Verfassungsgrundsätze, auf Grundrechte. Und dann ist eine Abwägung zu treffen, aber die ist nur bedingt juristisch vorstrukturiert. Das Grundgesetz, es ersetzt keine Debatten. Ein ernst gemeinter Verfassungspatriotismus, der ist viel anspruchsvoller, als es scheint. Er beruht nicht nur auf unverrückbaren Inhalten, sondern er fordert von uns allen die Bereitschaft zur inhaltlichen Auseinandersetzung. Und was wir brauchen, ist eine ernsthafte Debatte darüber, wie wir zusammenleben wollen und was wir unter Integration verstehen. Darüber, was wir von Menschen erwarten, die mit uns zusammenleben wollen. Und diejenigen, die sich integrieren wollen, übrigens, die fragen auch danach. Da gibt es übrigens viele spannende Fragen, die wir beantworten müssen, die leider in Ihrem Antrag nicht angesprochen werden. Wie weit reicht eigentlich der Schutzbereich der Religionsfreiheit, und zwar individuell für den Einzelnen wie kollektiv für die Religionsgemeinschaft? Wie finden wir Gesprächspartner, wenn andere Religionen anders verfasst sind als die christlichen Kirchen, mit denen es ein geübtes Religionsverfassungsrecht gibt? Und vieles weitere. Wo endet die Privatsphäre, in der jeder nach seiner Fasson selig wird und auch seinen individuellen Glauben auslebt? Wo beginnt die zivil- oder gar öffentliche Sphäre, wo Recht und Gesetz das Verhalten bestimmen? Das alles ist spannend, aber das beantworten Sie nicht. Lassen Sie uns bei dieser wichtigen Debatte die Werte der europäischen Aufklärung übrigens konsequent und gegenüber jedermann anwenden. Religionen sind zu respektieren. Sie dürfen aber auch kritisiert werden, und nicht jede Islamkritik ist schon islamophob. Und den Mut zu dieser wichtigen Auseinandersetzung, den wünsche ich mir übrigens auch von manchen auf der linken Seite, den sie gegenüber den christlichen Kirchen zeigen, auch im Gespräch mit Muslimen. Die Voraussetzung für ein Zusammenleben in der offenen Gesellschaft ist auch der Mut zum kritischen Dialog. Nur so kann Verständnis füreinander und auch für gemeinsame Werte und Regeln entstehen. Wir brauchen diese Debatte mit Selbstvertrauen, mit Gelassenheit, mit Zuversicht, nicht hasserfüllt und nicht hysterisch, sondern mit Respekt vor den anderen, allerdings auch mit nicht weniger Respekt vor den eigenen Werten und Überzeugungen. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Dr. Johannes Fechner für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer auf den Tribünen. Einmal mehr zeigt die AfD mit diesem Antrag, dass es ihr tatsächlich nicht um die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger geht. Der AfD geht es nur darum, pauschal alle Muslime als Gewalttäter zu verunglimpfen. Einmal mehr geht es ihnen in der AfD nur darum, gegen Flüchtlinge und Muslime zu hetzen. Und das lassen wir ihnen auch heute nicht durchgehen, liebe Kolleginnen und Kollegen. In Ihrem Antrag, da machen Sie Glauben, die Scharia würde in Deutschland gelten und vor allem die Mehrheit der Muslime würde der Scharia folgen. Aber das ist völliger Unsinn. In Deutschland gilt das Grundgesetz. Das ist auch gut so. In Deutschland gilt die freiheitlich-demokratische Grundordnung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das zeigt sich etwa am Fall der sogenannten Scharia-Police in Wuppertal. Dort hatten sich in Wuppertal einige Männer als Scharia-Police bezeichnet und patrouillierten in den Straßen. Und dann gab es in der Tat erst juristische Unklarheiten. Aber jetzt ist es klar, nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs, wer in Deutschland sich als Scharia-Polizei bezeichnet und patrouilliert, der macht sich strafbar. Und das zeigt sich ganz klar und deutlich, zeigt das, dass die Scharia als Rechtsgrundlage in Deutschland überhaupt keine Chance hat. Bei uns gilt der Rechtsstaat, der wehrt sich und der funktioniert.
Und an diesem einfachen Beispiel zeigt sich, es gelten bei uns die Werte unseres Grundgesetzes. Auch haben wir die Kinderehen verboten, wir dulden keine Paralleljustiz und vor allem Gewalttaten verfolgen wir, und zwar egal, ob sie von Islamisten, Rechtsradikalen oder Linksradikalen verübt werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und besonders bemerkenswert finde ich, dass gerade die AfD unsere Sicherheit und unseren Rechtsstaat durch die Scharia bedroht sieht. Ich finde, die Sicherheit in unserem Land ist doch eher bedroht durch eine Partei, durch eine Fraktion, die in ihren Reihen einen Staatsanwalt duldet, dem wegen Hetze der Beamtenstatus aberkannt wurde, die in ihren Reihen einen verurteilten Gewalttäter duldet, die in Thüringen einen Landtagsabgeordneten duldet, der wegen Betrug verurteilt wurde und in Brandenburg wegen Steuerhinterziehung. So etwas bedroht die freiheitliche demokratische Grundordnung viel mehr als die Scharia, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und der Gipfel der Verlogenheit, das ist es, dass Sie in diesem Antrag vor islamistischen Gewalttaten warnen. Gerade Sie, die Sie Seite an Seite mit Neonazis und Rechtsradikalen in Chemnitz und anderswo Seite an Seite marschieren. Klären Sie erstmal Ihr Verhältnis zu rechtsradikalen Gewalttätern, bevor Sie Muslimen Gewalttaten vorwerfen, meine Damen und Herren von der AfD. Die größere Bedrohung für die Sicherheit sind mit Sicherheit Sie, nicht die Scharia in Deutschland. Und wenn Ihnen dieses Thema tatsächlich wichtig wäre, wenn Sie es tatsächlich nicht nur auf Show ankommen lassen würden, dann würden Sie eigene Vorschläge bringen. Stattdessen betteln Sie hier nur kraftlos die Bundesregierung an, irgendwelche Maßnahmen, die aus Ihrer Sicht notwendig sein sollen, zu präsentieren. Sie bringen keine eigenen Vorschläge, und das liegt daran, weil Sie auch genau wissen, es gibt keinen Grund, sich zu sorgen, dass die Scharia in Deutschland nennenswerten Einfluss hat. Wir haben einen starken Rechtsstaat, und das ist auch gut so, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben in der letzten Wahlperiode eine Menge an Gesetzen gemacht. Wir haben die Kinderehen verboten, wir haben die Gesetze gegen islamistischen Terrorismus verschärft, wir haben beim Generalbundesanwalt zur Bekämpfung von islamistischem Terror neue Stellen geschaffen. Und all das zeigt, wir wehren uns gegen Terrorismus und Extremismus, und zwar egal von welcher politischen Seite. Deutschland ist eine wehrhafte Demokratie, von wo auch immer der Angriff kommt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und schließlich, Sie kritisieren in Ihrem Antrag, dass die Bundesregierung sich nicht klar genug zur Scharia und zum Islam äußern würde. Und das ist völliger Unsinn. Ich möchte die Bundesjustizministerin Katharina Barley aus der Zeit zitieren. Sie hat dort im März es ganz klar auf den Punkt gebracht. Ich zitiere: Der Staat setzt das Recht, darüber gibt es keine zwei Meinungen. Klarer kann man es nicht auf den Punkt bringen, und deshalb ist auch in dieser Hinsicht Ihr Antrag vollkommen unnötig. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der AfD-Antrag will Muslime pauschal als scharia-gläubige Gewalttäter abstempeln, und er hat nur zum Ziel, Vorurteile gegen Muslime zu befeuern. Dem ist in aller Deutlichkeit zu widersprechen, auch wenn es in Deutschland islamistische Bedrohung und Terrorismus gibt. Die große Mehrheit der Muslime lebt anständig bei uns. Deshalb hören Sie auf, das friedliche Zusammenleben der Menschen in Deutschland mit derart unsinnigen Anträgen zu stören und das Zusammenleben der Menschen zu behindern, indem Sie die Menschen gegeneinander aufhetzen. Vielen Dank. Das Wort hat die Abgeordnete Christine Buchholz für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Im vorliegenden Antrag behauptet die AfD dreist, der Islam gehöre nicht zum Rechtsstaat. Und die einzige Forderung des Antrags läuft faktisch auf ein Verbot des Koran heraus. Sie sprechen damit Muslimen die Grundrechte ab. Ihr Antrag und die Rede von Herrn Curio sind nichts als Hetze. Im Schnitt gibt es jeden Tag zwei islamfeindliche Straftaten in Deutschland. Nach Experten liegt die Zahl aufgrund der hohen Dunkelziffer bis zu 8-mal höher. Und es ist der Hass, den die AfD sät, der zu dieser Gewalt führt. Und ich sage Ihnen, die Menschenrechte sind unteilbar. Die Linke verteidigt die Religionsfreiheit für alle Menschen in diesem Land. Nun führt die AfD Koranzitate an, um ihre Hetze mit Pseudo-Argumenten zu unterlegen.
Und tatsächlich finden sich an vielen Stellen oder an Stellen vieler Religionen Passagen, die als Rechtfertigung von Unterdrückung und Gewalt auslegbar sind. So in der Bibel, im Alten wie im Neuen Testament. Im Buch Mose lesen wir Tötungsaufrufe. Die Offenbarung des Johannes sieht Ungläubige und andere in einem Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt. Aber niemand kommt hier auf die Idee, deshalb die Bibel verbieten zu wollen. Zu Recht. Die AfD verunglimpft den Islam nach derselben Methode, wie Antisemiten früher und auch heute das Judentum verleugnet haben, indem sie einzelne Zitate aus dem Kontext gerissen haben, um die gesamte Religion zu diffamieren. So behauptete unter anderem der katholische Theologe Konrad Martin Ende des 19. Jahrhunderts, der ganze Talmud sei ein Zeugnis des Hasses gegen Nichtjuden, insbesondere gegen Christen. Wohin solche Verunglimpfungen geführt haben, wissen wir. Und es ist kein Zufall, dass nicht nur die Reden und Artikel von Herrn Gauland denen eines Hitlers immer ähnlicher werden. Und mit allem, was die AfD hier von sich gibt, beweist sie im Übrigen nichts anderes als ihre Unkenntnis über den Islam. Es gibt nicht den einen Islam und selbstverständlich verändert sich der Islam ständig. Und auch die Scharia ist einem Wandel und verschiedener Interpretationen unterlegen. Sie ist eine Sammlung von gottesdienstlichen, ethischen und normativen Aspekten und Bestimmungen und halt kein Strafgesetzbuch. Und im Übrigen ist es auch keine einzige relevante muslimische Organisation, die fordert, die Scharia in Deutschland einzuführen. Das ist eine Geisterdebatte. Die AfD beschwört eine Bedrohung durch den Islam herauf, aber die wirkliche Gefahr kommt von der AfD, die die faschistische Bewegung stärker macht. Die AfD ist in Chemnitz im Bündnis mit Pegida und bekennenden Nazis aufmarschiert. Sie und ihre Bündnispartner sind Stichwortgeber für Rechtsterroristen wie die Revolution Chemnitz. Die Gefahr für die Demokratie kommt nicht von den Muslimen, sondern sie kommt von rechts. Und genau deswegen werden wir am Wochenende gemeinsam mit vielen 10.000 in Berlin unter dem Motto Hashtag unteilbar demonstrieren, weil die Menschenrechte sind unteilbar. Das Wort hat der Abgeordnete Christoph de Vries für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte eins zu Beginn feststellen. Ihr Antrag von der AfD ist inhaltlich komplett wirr. Er lässt jede konkrete politische Forderung vollständig vermissen und er ist gesellschaftspolitisch destruktiv und feindselig. Das muss erst mal vorab gesagt werden. Und es ist schon angesprochen, eine grundsätzliche Bemerkung auch noch mal zum Verfahren. Wir erleben es jetzt zum wiederholten Male, dass wichtige gesellschaftspolitische, verfassungsrelevante Themen einen Tag vor der Beratung eingebracht werden. Ich habe noch mal nachgeschaut. Ihre Mail ist am Dienstagabend gekommen, als kein Büro mehr besetzt war. Faktisch haben wir das einen Tag vorher gehabt. Und Herr Baumann, das ist nicht nur höchst unprofessionell, das ist auch ein Zeichen mangelnden Respekts im Parlament gegenüber. Und wer Parlamentsarbeit so dilettantisch betreibt, der darf sich auch nicht über kräftigen Gegenwind hier aus dem Parlament wundern. Von uns können Sie noch eine Menge lernen, haben Sie recht. So, nun könnte man ja denken, Sie haben lange gebraucht. Was lange währt, wird endlich gut. Aber weit gefehlt. Wenn wir auf Ihr dürftiges Petitum schauen, dann erschöpft sich das alleine in der Aufforderung an die Bundesregierung, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Verbreitung gesetzeswidriger Koraninhalte zu unterbinden. Und da fragen wir uns wirklich, ist das alles, was Ihnen als Antragsteller dazu einfällt, ist das Ihre politische Alternative? Eines kann ich Ihnen jedenfalls versichern, wir tun das schon lange, meine Damen und Herren. Die deutschen Bundesregierungen gehen seit vielen Jahren konsequent gegen islamistische Organisationen und Aktivitäten in Deutschland vor. Ich kann Ihnen mal empfehlen, einen Blick nur auf die Homepage des Bundesinnenministeriums, aber lesen Sie auch mal den Verfassungsschutzbericht. In der Vergangenheit hat es 21 Verbote gegeben im Bereich des Islamismus und Ausländerextremismus wegen Aktivitäten gegen unsere verfassungsmäßige Ordnung, zuletzt gegen die salafistische Organisation, die wahre Religion. Sie sehen also, unsere Demokratie, unser Rechtsstaat ist wehrhaft und das sollten Sie endlich auch mal anerkennen, meine Damen und Herren. Und das ist doch gar keine Frage, die Scharia gehört nicht zu unserem Rechtsstaat, weil sie mit unserer demokratischen Grundordnung nicht vereinbar ist.
Ein fundamentalistischer Islam, dessen Ziel es ist, unsere Gesellschaft in Richtung eines Gottesstaates zu verändern, kann nicht Teil Deutschlands sein. Da sind wir doch einer Meinung. Und damit sind wir beim politischen Islam. Dass es den politischen Islam gibt, ist kein Hirngespinst. Es gibt zum Beispiel die Ergebnisse einer empirischen Studie der Uni Münster mit interessanten Ergebnissen. Sie wurde durchgeführt unter türkischen Muslimen. Ich will nur drei Ergebnisse nennen. Demnach haben rund 20% der Befragten eine negative Einstellung gegenüber Juden. Und 50% sagten, dass die Befolgung der religiösen Gebote wichtiger sei als die staatlichen Gesetze. Und ein Drittel sprach sich dafür aus, dass Muslime die Rückkehr zu einer Gesellschaftsordnung wie zu Mohammeds Zeiten anstreben sollten. Natürlich müssen uns solche Ergebnisse mit Sorge erfüllen im Blick auf das Zusammenleben und den gesellschaftlichen Frieden. Aber das ist ja nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist doch die, wenn 20% der türkischstämmigen Muslime Vorbehalte gegen Juden haben, haben es 80% nicht. Und das sind 4/5 und das ist doch die große Mehrheit. Und 2/3 wollen auch keine Gesellschaftsordnung wie zu Mohammeds Zeiten. Und ich finde, das ist doch ermutigend, meine Damen und Herren, und darauf sollten wir aufbauen. Und ehrlich gesagt, nur eine Bemerkung am Rande, wenn man sich die Äußerungen führender AfD-Vertreter so anhört, dann könnte man im Übrigen meinen, dass der Anteil der Antisemiten in der AfD deutlich über 20% liegt, aber das vielleicht nur am Rande. Zurück zum Thema. Insofern stimmt es nicht, dass die Scharia untrennbar mit dem Islam verbunden ist, wie Sie behaupten. Diese Unterstellung ist böswillig, diskriminierend und sie ist auch destruktiv. Und Ihnen geht es nicht um den gesellschaftlichen Frieden bei uns im Lande. Sie wollen den Islam und seine Gläubigen insgesamt diskreditieren und da spielen wir nicht mit. Für uns ist nämlich eine entscheidende Frage, wie gehen wir mit diesen fundamentalistischen Strömungen um, die es geht? Wie kann es gelingen, den gesellschaftlichen Frieden zu verbessern? Dieser konstruktive Ansatz muss doch handlungsleitend für uns sein als Politiker. Und da sage ich Ihnen, unser Ziel ist, dass wir die liberalen Muslime stärken, die sich zu unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen, die vor einem säkulären Islam stehen, die sich unserem Land verbunden fühlen und dass wir gleichzeitig den Einfluss der radikalen Kräfte unterbinden. Wir als Bundesregierung, als Koalition verfolgen diese Ziele konsequent. Zuletzt haben wir die Mittel an DITIB im Übrigen gestrichen ab dem Haushalt 2018. Wir werden das auch bei anderen Vereinen und Verbänden machen, wenn fundamentalistische Aktivitäten nachweisbar sind. Sie sehen also, wir führen diese Debatten in aller Klarheit, aber mit einem Ziel, das friedliche Miteinander zu stärken, den gegenseitigen Respekt zwischen den Religionen zu stärken. Und so machen wir Politik. Vielen Dank. Das Wort hat die Abgeordnete Dr. Frauke Petri. Sehr geehrte Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Leider ist diese Debatte mit wenigen Ausnahmen an Redner zum wiederholten Male ein eindrückliches Beispiel dafür, warum Bürger dieses Landes immer wieder den Eindruck haben, dass sich ihre Lebenswirklichkeit in diesem Hause nur unzureichend widerspiegelt. Man muss der Ansicht der AfD mitnichten folgen und sachlich mit den Anträgen bestimmen und ansonsten Kinkerlitzchen-Spielchen über Sandförmchen zu unterlassen, das müssen wir unbedingt. Lassen Sie mich daher eine Frage stellen. Gehört die Scharia in all ihren Varianten, wenn Sie mögen, zu Deutschland? Und die Antwort lautet leider ja. Bereits 2011 warnten die Juristen Joachim Wagner und Seyran Artis, dass sich im Schatten des deutschen Rechtsstaates eine islamische Paralleljustiz etabliert hat. Immerhin geben einige von Ihnen das sogar zu. Mit Friedensrichtern und sogar mit staatlicher Zusammenarbeit deutscher Behörden mit Imamen. Der Rechtsstaat hat sein Gewaltmonopol nicht nur in Stadtgebieten wie Neukölln, sondern heimlich, still und leise an vielen Orten unseres Landes abgegeben und vor der Scharia, egal in welcher Variante, kapituliert. Um es ganz unmissverständlich zu sagen, der Islam ist nicht deckungsgleich mit Kulturmuslimen, die säkularisiert sind, die unsere Rechtsprechung als maßgeblich ansehen. Aber wenn wir vor der Scharia einknicken, und da ist es egal, ob es 1/3 sind oder 40%, da ist jeder einer zu viel, dann verraten wir gerade jene Menschen, die sich von dieser religiösen Bevormundung befreit haben und erweisen genau diesen aufgeklärten Menschen einen Bärendienst. Und ja, fragen Sie doch die Experten, die Religionswissenschaftler. Die Utopie des Euro oder deutschen Islam ist längst bewiesen, ist längst diskutiert. Ihn gibt es nicht und wird ihn auf absehbare Zeit nicht geben.
Selbst der Vordenker des Euro-Islams, Bassam Tibi, sieht diese Idee als gescheitert an. Und das sollten wir als Politiker zur Kenntnis nehmen und nicht zu tun, als wüssten wir es besser. Im Übrigen, schon Thomas Mann legte dem Jesuiten Naphta die Worte in den Mund: Ein liberalisierter Islam, das ist aufgeklärter Fanatismus. Und wenn Sie ein aktuelles Beispiel bevorzugen, ein Blick in die ehemalig laizistische Türkei genügt. Und es sitzen genug Kollegen in dem Haus, die die Zustände der Türkei sehr zutreffend kritisieren. Daraus folgt, dass es ebenso verkehrt ist, alle Muslime über einen Kamm zu scheren, als auch den Islam und seine blutige Vergangenheit sowie Gegenwart zu verharmlosen und somit maßgeblich durch Wegschauen zum deutschen Antisemitismus-Problem beizutragen. Wenn es Ihnen also um ein friedliches, rechtsstaatliches Zusammenleben in Deutschland geht, dann lassen Sie uns Behörden und Justiz in der konsequenten Anwendung unseres Rechtssystems bestärken. Sogenannte Kulturrabatte darf es dann nicht geben. Genau die sind aber Realität in Deutschland. Das Wort hat der Kollege Dr. Lars Castellucci für die SPD-Fraktion. Entschuldigung. Danke, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wie gern würde ich einfach zum nächsten Tagesordnungspunkt springen. Das ist wieder eine Stunde verlorene Lebenszeit, was wir hier miteinander betreiben müssen auf der Grundlage dieses Antrags. Als ich Anfang 20 war, da hatten wir das Wort zur gemeinsamen wirtschaftlichen und sozialen Lage der Kirchen in Deutschland. Und da haben wir aufgetragen bekommen, schaut doch mal im Osten, was wir da lernen können. Bildet runde Tische und schaut, ob wir nicht Probleme im Miteinander lösen können in diesem Land. Und dann haben wir einen runden Tisch für Arbeit gegründet in meiner Heimatstadt und eine Beschäftigungsinitiative ist daraus entstanden, die heute noch arbeitet und ein kleines Sozialunternehmen geworden ist, das Menschen Perspektiven bietet. Dann waren wir bei Grün-Rot in Baden-Württemberg und wir haben mit Sozialministerin Altpeter den Aktiv-Passiv-Tausch erfunden und wieder Modellprojekte gemacht und geschaut, Arbeit wollen wir finanzieren, nicht Arbeitslosigkeit. Und es hat wieder vielen Menschen geholfen, aber nur mit den Möglichkeiten eines Bundeslandes. Und heute endlich kommen wir einen Riesenschritt voran beim nächsten Tagesordnungspunkt. Endlich freue ich mich darauf, dass wir endlich ein großes Programm haben, um Menschen, die am Arbeitsmarkt Schwierigkeiten haben, nach vorne zu bringen und ihnen zu helfen, ihnen die Teilhabe zu ermöglichen. Und das sind die Botschaften, die eigentlich ins Land müssen und nicht das, was hier wieder vorgelegt wurde. Oder wir hätten länger über den letzten Tagesordnungspunkt reden müssen. Dass wir Familien entlasten müssen und dass wir das über den Solidaritätszuschlag machen und dass wir das mit dem Kindergeld machen. Aber dass zum Beispiel wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten dabei gar nicht stehen bleiben wollen. Dass es natürlich darum geht, dass uns in diesem Land jedes Kind gleich viel wert sein muss. Dass wir nicht dabei stehen bleiben wollen, dass Kinder von Eltern, die mehr verdienen, am Ende vom Staat mehr Geld bekommen als Kinder von Eltern, die nicht so viel verdienen. Wir haben noch viel vor, weil wir die Kinderarmut in diesem Land nicht akzeptieren wollen und zurückdrängen müssen. Die Debatte hätten wir noch locker eine Stunde länger führen können, anstatt diesen Antrag hier zu beraten. Aber Sie fordern mich auf, zum Thema zu reden. Das können Sie jetzt gerne haben. Ich sage Ihnen, dieser Antrag ist schlecht, er ist ungenau, er ist verleumderisch, er ist unverschämt. Und mehr ist dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Sie schüren hier den Islamhass aus politischem Kalkül. Sie haben sogar eine Debatte über Gelder für den Zentralrat der Juden in der letzten Sitzungswoche dazu missbraucht, hier die Religionsfreiheit anzugreifen und Islamhass zu schüren. Es ist zum Fremdschämen, was Sie hier jede Woche vorlegen. Ihr Antrag ist eine einzige Falschmeldung zum Zwecke, Muslime in diesem Land zu stigmatisieren. Aber die Mehrheit der Muslime in diesem Land steht zur Demokratie und ist loyal zu unserem Land. Und sie haben es nicht verdient, von Ihnen pauschal in eine Ecke gestellt zu werden. Wissen Sie, was ich eigentlich am interessantesten finde? Sie deuten den gesamten Islam fundamentalistisch aus. Aha, das machen aber die Fundamentalisten auch. Damit offenbaren Sie Ihre eigene Geisteshaltung zwischen dem, was die Fundamentalisten vortragen und dem, was Sie hier vortragen über den Islam, passt nämlich kein Blatt Papier. Meine sehr verehrten Damen und Herren, unser Grundgesetz ist ein gutes Grundgesetz. Wir haben die Religionsfreiheit, die für uns alle gilt. Wir haben
ein Grundgesetz, das wir durchsetzen wollen. Gesetz und Recht gelten für alle. Paralleljustiz lehnen wir ab. Es ist rechtswidrig. Wir gehen dagegen vor. Es wird nicht geduldet. Wir brauchen in diesem Land zusammenführende Debatten. Wir brauchen eine Benennung von Problemen und wir brauchen Problemlösungen. Wir brauchen keine Anträge, die nur neue Probleme schaffen. Vielen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun der Abgeordnete Ingmar Jung das Wort. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es ist nicht so ganz einfach, nach einer Stunde Debatte über einen Antrag, zu dem es eigentlich nicht viel zu sagen gibt, jetzt noch was Neues zu sagen. Deswegen versuche ich mich ein bisschen auf das zu beschränken, was oder ein bisschen was aufzunehmen, was wir schon gehört haben. Lassen Sie doch vielleicht auch mal jemand anderen hier was reden. Ich will zuallererst sagen, ich war ja sehr gespannt auf diesen Antrag, weil wir haben vor 2 Wochen ja schon mal über Religionsfreiheit hier gesprochen. Da gab es einen Antrag auf Änderung des Grundgesetzes Artikels 18. Da hat die AfD hier nachhaltig behauptet, Artikel 4 des Grundgesetzes, die Religionsausübungsfreiheit zumindest, dürfe überhaupt nicht eingeschränkt werden, sei vorbehaltlos gewährt, kollidiere nicht mit anderen Grundrechten und müsse daher in die Verwirkungsziffer aufgenommen werden. Jetzt in Ihrem Antrag schreiben Sie das, was stimmt. Zwar ist er im Wortlaut vorbehaltlos gewährt, aber natürlich kollidiert er immer mit anderen Grundrechten und kann nur so weit gewährt werden, ausgeübt werden, wie nicht Rechte anderer betroffen sind. Da haben Sie ein Stück weit dazugelernt. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie das fraktionsintern mal an die Rechtspolitiker weitergeben, dass diese Erkenntnis dort auch herrscht. Von denen haben Sie heute dann niemanden mehr reden lassen zu einem Thema, das eigentlich rechtspolitisch ist. Und dann, meine Damen und Herren, haben wir mit Spannung auf diesen Antrag gewartet. Und Herr Baumann, ich verstehe ja, dass Sie ein Stück weit um Ihren Job kämpfen, sich rechtfertigen müssen in der eigenen Fraktion. Aber Sie können jetzt noch 100-mal erzählen, dass Sie den früh genug eingereicht hätten, den Antrag. Am Mittwochmittag war er zumindest nicht hochgeladen und alle Rechtspolitiker der AfD haben im Ausschuss unisono gesagt, sie kennen keinen Antrag. Vielleicht schicken Sie ihn dann mal an die eigene Fraktion. Dann schicken Sie ihn doch einfach vielleicht auch an die eigene Fraktion, dann können wir weitergeben. Herr Kollege Sensburg hat danach gefragt, hat keine Antwort bekommen. So, dann haben wir diesen Antrag bekommen. Und ich frage mich bis heute, was wollen Sie eigentlich erreichen? Da sind Sachen drin, die stimmen. Gesetzwidrige Religionsausübung darf nicht gewährt werden. Ja, Hetze gegen andere darf nicht geduldet werden. Ja, stimmt. Und dann benennen Sie die repressiven Maßnahmen teilweise selbst. Herr Sensburg hat sie noch ergänzt. 111, 126, 130, 185, 172 StGB haben wir alles. Die Vereinsverbote, die Herr Sensburg genannt hat. Sogar präventive Maßnahmen gibt es. Da hätten Sie vielleicht auch was vorschlagen können. Die will ich jetzt nicht alle wiederholen. Die hat ebenfalls Herr Sensburg, die hat der Dr. Hoffmann. Heißt, bist du eigentlich Dr. Alex? Herr Hoffmann, Entschuldigung. Ja, ich habe kurz promoviert. Herr Hoffmann, ihn ebenfalls noch. Wo ist Ihr Vorschlag? Wo ist Ihr Vorschlag? 6 Seiten Antrag. Einzig eine Bitte an die Bundesregierung, sie möge mal was vorschlagen. Wo ist denn Ihr Vorschlag? Sie machen einfach nur einen Antrag, schreiben 6 Seiten was zusammen und dann kann man nur das vermuten, was Herr Dr. Brunner, Herr Dr. Fechner angesprochen haben, dass es Ihnen möglicherweise darum geht, den Koran zu verbieten. Ich weiß nicht, wie das gehen soll, verbrennen oder wie auch immer, also im digitalen Zeitalter, wenn Sie eh keine Schriften mehr loswerden. Deswegen haben Sie es wahrscheinlich auch bewusst gar nicht geschrieben. Aber mir ist nicht klar, worauf Sie eigentlich hinaus wollen, meine Damen und Herren. Und eins möchte ich, damit kein falscher Zungenschlag reinkommt, auch für die CDU-CSU klarstellen. Wir wollen das Problem nicht verharmlosen, deswegen arbeiten wir ja seit Jahren dran. Das haben die Kollegen gezeigt. Natürlich gibt es innerhalb des Islams fundamentalistische Bestrebungen. Natürlich gibt es dort auch welche, die sich rechtswidrigerweise auf Schriften berufen. Aber das dulden wir eben nicht, meine Damen und Herren. Und an der Stelle, möchte ich aber auch für meine Fraktion eins noch mal klarstellen, die Vergleiche zum Christentum, Herr Martens, Frau Buchholz, Frau Pollert, die wir gehört haben, mögen in der Schrift richtig sein, aber ich möchte schon auch mal festhalten, dass das Berufen bei Straftaten auf die Heilige Schrift seit der Aufklärung im Christentum doch etwas nachgelassen hat im Vergleich zu heute. Und vielleicht sollte man das an der Stelle dann auch mal sagen als christdemokratische Fraktion. Und liebe Kollegen von der AfD,
Wenn wir beim Christentum sind, ich habe mir gerade mal, weil ja doch alles schon gesagt wurde, im Kirchner mal was angeschaut. Wenn Sie hier das christliche Abendland dauernd verteidigen, dann ist die Statistik, die wir dort lesen können, wie viele Ihrer eigenen Fraktion sich überhaupt zu einer christlichen Konfession bekennen, doch echt ganz interessant. Mir war das gar nicht bewusst. Bei der CDU-CSU sind es 205 von 246, das sind 83,3%. Bei der AfD sind es 16 von 92, das sind 17,4%, 3,5% weniger als die Grünen. Also das war hier wirklich erstaunlich, meine Damen und Herren. Das sind also die Verteidiger des christlichen Abendlandes. Das finde ich schon eine starke Sache. Insgesamt, meine Damen und Herren, kann man zu Ihrem Antrag nur eins sagen. Wie gesagt, Sie machen keinen Vorschlag. Aber eins ist klar, und das teilen, glaube ich, alle Fraktionen hier im Parlament. Wer glaubt, sich außerhalb unserer Rechtsordnung bewegen zu können, das gilt nicht nur für Islamisten, das gilt für alle, der bekommt es bei uns mit dem Rechtsstaat zu tun. Völlig egal, worauf er sich beruft. Offenbar wissen Sie es auch. Deswegen machen Sie keinen neuen Vorschlag. Denken Sie mir den Antrag nochmal nach. Herzlichen Dank. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 4840 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Die Federführung ist jedoch strittig. Die Fraktionen der CDU, CSU und SPD wünschen Federführung beim Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz. Die Fraktion der AfD wünscht Federführung beim Ausschuss für Inneres und Heimat. Ich lasse zuerst abstimmen über den Überweisungsvorschlag der Fraktion der AfD, Federführung beim Ausschuss für Inneres und Heimat. Wer stimmt für diesen Überweisungsvorschlag? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Der Überweisungsvorschlag ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen, der FDP-Fraktion, der Fraktion Die Linke und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen gegen die Stimmen der AfD-Fraktion abgelehnt. Ich lasse nun abstimmen über den Überweisungsvorschlag der Fraktionen der CDU, CSU und SPD, Federführung beim Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz. Wer stimmt für diesen Vorschlag? Danke. Wer stimmt dagegen? Danke. Wer enthält sich? Der Überweisungsvorschlag ist gegen die Stimmen der AfD-Fraktion angenommen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 5. Erste